Der kleine Flusslauf Unstrut gab der Nebenbahn von Naumburg an der Saale nach Reinsdorf den Namen. Bei Karsdorf kreuzt die Neubaustrecke Erfurt-Halle-Leipzig. Seit Anfang 2009 ist die Deutsche Regionaleisenbahn für den Betrieb zuständig. Allerdings fahren die Züge nur bis nach Wangen. Die Reststrecke nach Artern ist seit Dezember 2006 ohne Personenverkehr. Blicken wir zurück. Anfang der 90er Jahre fahren zwischen Naumburg an der Saale und Artern noch lokbespannte Züge. Halt in Kirchscheidungen. Ab 1993 wird die Karsdorfer Eisenbahngesellschaft, kurz KEG, auf der Unstrutbahn aktiv. Gebrauchte MAN-Schienenbusse übernehmen den Betrieb. Die 90 km/h schnellen Triebwagen können den Fahrgast Schwund aber nicht aufhalten. Ach so, warum hab ich das nicht gesagt? Lange fahren auf der Unstrutbahn Dampflokomotiven. Besonders die Anbindung des Zementwerkes in Karsdorf sorgt für regelmäßigen Güterzugbetrieb. Die 52 80 39 fährt zwischen Artern und Naumburg. Reichsbahnatmosphäre zum Anfassen. Seit 1999 sind diese Leichtverbrennungstriebwagen unterwegs. Sie tragen das Logo der kurz zuvor gegründeten Burgenlandbahn. Noch fahren die Züge bis nach Artern. Ausfahrt in Naumburg an der Saale.
19 Stück werden von den neuen Zügen angeschafft, gebaut in Bautzen von der damaligen DWA. Zurück in die Gegenwart. Die Karsdorfer Eisenbahn ist längst Geschichte. Die Triebwagen gehören seit 2007 zu DB Regio und werden als Baureihe 672 bezeichnet. Die alten Empfangsgebäude entlang der Strecke sind fast alle verkauft, auch das in Kirchscheidungen. Bleibt zu hoffen, dass eines Tages der planmäßige Personenverkehr auch wieder bis nach Artern aufgenommen wird.